Frau Präsidentin, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier noch mal einige Worte sagen zu dürfen. Da ich nicht mehr für das Abgeordnetenhaus kandidiere, wollte ich heute im Rahmen der Debatte zum Datenschutzbericht 2015 meine letzte Rede hier vor Ihnen halten, als Mitglied des Abgeordnetenhauses. Und bekomme ich die Gelegenheit und möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um wenigstens einen Punkt aus dem Datenschutzbericht aufzugreifen, der mir sehr wichtig ist, der auch die zukünftige Arbeit hier in diesem Haus betrifft, um dann anschließend zu meinen Dankesworten zu kommen. Meine Damen und Herren, im Datenschutzbericht auf Seite 192 werden wir die Mitglieder des Abgeordnetenhauses darauf aufmerksam gemacht, dass anders als in früheren Jahren Vorschläge und Initiativen des Datenschutzbeauftragten bzw. der Datenschutzbeauftragten nicht immer von den Abgeordneten aufgegriffen wurden bzw. erst gar nicht in den dafür zuständigen Ausschüssen besprochen oder vertagt wurden. Mit Hinweisen und Vorschlägen der Datenschutzbeauftragten sollten die zukünftigen Abgeordneten anders umgehen. Ich meine, der zum Teil unsensible Umgang mit diesen Vorschlägen und Hinweisen und die langen zeitlichen Verzögerungen hatten auch etwas mit der Konstruktion des für Datenschutz zuständigen Ausschusses zu tun. Wir sollten die Erfahrungen aus den vergangenen Wahlperioden diskutieren und nochmal aufgreifen. Dort gab es eine andere Verfahrensweise und einen anderen Umgang. Der Datenschutzausschuss war ein Unterausschuss des Innenausschusses. Als solcher konnte der Datenschutzausschuss gemäß § 21 Absatz 3 Satz 5 unserer Geschäftsordnung, Sie erkennen den parlamentarischen Geschäftsführer, den ehemaligen, also gemäß unserer Geschäftsordnung konnte dieser Ausschuss eigenständig Beschlussempfehlungen vorlegen. Es war also in der Konstruktion mit einem besonderen Recht ausgestattet. Der Datenschutzausschuss konnte Initiativen, Anregungen und Vorschläge der Datenschutzbeauftragten aufgreifen und selbst initiativ werden. Der Fachausschuss hatte also aufgrund seiner fachlichen Kompetenz dem Abgeordnetenhaus entsprechende Beschlussempfehlungen vorgelegt. Meine Damen und Herren, überhaupt sollte nach meiner nunmehr 20-jährigen Erfahrung als Mitglied des Abgeordnetenhauses und davon 18 Jahre als parlamentarischer Geschäftsführer meiner Fraktion die Fachausschüsse stärker als bisher die vor uns stehenden Aufgaben und Probleme fachlich angehen. Oft hilft die bisherige Rollenverteilung hier Koalition der Opposition in der Sache nicht weiter. Die anzugehenden Probleme schleppen sich oft über Jahre hin. Politische Auseinandersetzungen in der Sache müssen sein. So funktioniert Demokratie. Demokratie ist aber auch, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Ich meine da, wo in den Fachausschüssen fachlich und sachlich diskutiert und beraten wurde, da, wo die Fraktionen, Koalition und Opposition aufeinander zugegangen sind, da, wo die Fachabgeordneten zu ihren Fachthemen gemeinsam um Ergebnisse und Lösungen gerungen haben, da gab es auch Beschlüsse, die Bestand hatten und gut für die Bürgerinnen und Bürger und gut für unsere Stadt waren. Nicht nur im ITDAT-Ausschuss gab es schon mal solche Ansätze zur Zusammenarbeit, das ist ausbaufähig. In diesem Sinne möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen des ITDAT und bei allen Fraktionen für die Zusammenarbeit bedanken. Als ehemaliger parlamentarischer Geschäftsführer meiner Fraktion möchte ich mich bei dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Herrn Haase, Herrn Führer, Herrn Bomper und Herrn Wieland, für die gute Zusammenarbeit bedanken. Mein Dank gilt auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Hauses oder dieses Hauses, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Ob in der Opposition oder Koalition, auf der Ebene der parlamentarischen Geschäftsführer gab es in all den Jahren immer eine gute, kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch wenn wir in der Sache stritten und uns gelegentlich ordentlich gefetzt haben, wir konnten uns letztendlich auf das gegebene Wort verlassen. Die Arbeit der PGFs ist im Ältestenrat und in vielen Besprechungsrunden auf Konsens ausgerichtet. Jedenfalls habe ich das so erlebt. Vieles konnten wir gemeinsam bewegen. Für das mir entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich bedanken. Das gilt auch für meine Fraktion, die mich mehr als 18 Jahre als PGF ertragen hat
was nicht, bestimmt nicht immer einfach war. Aber auch hier habe ich immer gespürt, welches Vertrauen mir letztendlich entgegengebracht wurde, in guten wie in schlechten Zeiten. Für die nächste Wahlperiode und darüber hinaus wünsche ich allen Abgeordneten der demokratischen Parteien über Fraktionsgrenzen hinweg eine erfolgreiche Arbeit und ein glückliches Händchen bei schwierigen Entscheidungen zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger, zum Wohle unserer Stadt. Dankeschön.